So, nochmal, wir sind aus der Hölle und aus der Astralebene gekommen. Ray meint, dass er uns aber schuldig ist und wir gehen mal raus. Nicht mehr viele, Logo. Nicht mehr viele. Deswegen bin ich auch so ein bisschen erpicht, jetzt tatsächlich weiterzumachen. Gehen wir mal zu Marie. Es ist hier jetzt so gefährlich. Muss für eine Weile weg. Okay. Bleib hier. Niemand ist hier. Okay, Marie ist abgedüst. Also wenn die Leute, die dir Geld geben, tatsächlich schon eine Fliege machen, ne? Dann würde ich behaupten, dass wir langsam aber sicher in Richtung Ende kommen oder so. So, jetzt steht hier, sollten wir nach Club Ezekiel mal vorbeischauen. Gucken wir also mal in Club Ezekiel. Wir müssen eh hier, denke ich mal, auch Dinge auffüllen und fusionieren und alles. Das ist Gementa, das ist das andere Ding. Innocence. Club Ezekiel. Mädchen in Blau. Diese Kumiko Hatano hat sicher einen schrecklichen Männergeschmack. Zuerst geht sie mit einem Loser in den Seaside Park und jetzt hängt sie mit einem dunkelhäutigen Widerling in Chuo herum. Okay. Das ist quasi alles, was wir wissen müssen wahrscheinlich. So, und wir suchen das Buch in den Münzschließfächern, ne? Ja, aber erstmal heilen wir uns und alles. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt alles noch gemacht haben. Ja, Schließfächer wollten wir. Ab in die Schließfächer. Du bist bei den Münzschließfächern. Welches Schließfach möchtest du öffnen? Die 0130. Weil, 30.01. 0.13., 21.15. und 32.07. sind alles keine Daten. Deswegen ist das das Richtige. Öffne Schließfach 0130. Du hast das Buch. Eine Diskussion über die alte japanische Zivilisation. In dem Buch befinden sich ein Memo von Professor Asuma, das lautet: Unter der Erde, unter den Hügeln, wo Vögel im Himmel herumtanzen, drehen sie dem Steintropfen und lassen sie das Wasser frei. Habe die Notizen des Professors. So, und das heißt tatsächlich, wo unser nächster Hauptdungeon sein wird. Oder Sid Davis wahrscheinlich? Und zwar in Chuo. Und zwar im Park dort.
Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir ein bisschen Dinge kaufen und fusionieren und so. Und schon sind die Sachen nicht mehr besser oder schlechter. Du wirst trotzdem was verkaufen. Auf jeden Fall, dass wir tatsächlich auch damit angreifen können, ne? Der hat auch nur noch 2 Munition, warum auch immer. Ja, er kann auch noch ein bisschen. Warum auch nicht? Können wir die andere Munition ja verkaufen. So. Wunderbar. Ich kann tatsächlich glatt noch mal gucken, wo wir sind und wie viel wir noch haben. Hatte ja gestern so ein Boxschuh an. Da müsste es ja übersichtlich stehen. So, wir waren da. Wir haben jetzt noch 3 Hauptdungeons. 3. Falls du gerade wieder zuhörst oder noch zuhörst, Logo, ne? Deine Frage jetzt endlich beantwortet. 3 Hauptdungeons noch. Die Hibari Gaukasuas, Yoji Forest und Ancient Tomb Maze. Wir haben halt noch eine ganze Ecke optionaler Dungeons, aber wir wollen ja eher so die wir müssen, weil wir haben noch genug zu spielen mit Soul Hackers, denke ich mal. Ja, wenn man so lange nichts von dir hört, weiß man ja immer nicht, ob du schon in Tales of Arise versunken bist oder sowas. Einmal eins von allem, danke. Apropos, hast du schon ein bisschen wieder weitergekommen mit deinem Extra-Kram bei Tales of? Hattest ja gestern ein paar Bosse angefangen. Oder bist du schon mit Tales of Refrain zugange? Also ich würde sagen, wir kaufen noch ein paar Rest-Items, weil wir davon eine ganze Menge letztes Mal gebraucht haben. Es ist fleißig dabei, den Rest nachzuholen. Sehr schön.
Und wir holen uns jetzt eine ganze Menge von denen, weil... Ja, gut, das Maximum halt. Weil wir gestern ohne ganz schön aufgeschmissen gewesen wären. Für noch Sidequests und kein Plan, wo du hierher bekommst. Hast du im Netz nachgeschaut? Weil bei den letzten Dinger, ich meine, du hast ja schon fast alles durch. Kann man ja mal nachschauen dann. Weil nicht jeder ist da so wie ich und macht das so relativ direkt, aber naja. Wir sind Level 64. Ja gut, bei Level 64 können wir nicht wirklich irgendwas Neues machen. Da können wir eigentlich direkt gehen. Wirst du es irgendwie selber finden? Ich meine, ich kann es bei den meisten Dingen verstehen, aber wenn du irgendwie so nur ein, zwei Dinger brauchst, ab so einem Punkt würde ich halt echt nicht mehr, so viel drauf geben. Noch 12. Ja gut, das ist ja noch einiges, ja. Gut, wir haben alles erledigt. Und wir haben ja über die kryptische Nachricht herausgefunden, dass wir wohl nach Shuo müssen. Bei dem Park in Shuo. Irgendwie sind die letzten Level alle hier, ne? Ich habe auf dich gewartet, Kusonoha. Nein. Kusonoha? Entschuldigung. Shibata. Ich habe deine Freundin Kumiko Hatano hier. Sie ist völlig unverletzt. Und ich möchte sie dir zurückgeben. Wenn du willst, dass ich das tue, dann hör mir jetzt zu. Ich weiß, dass du dieses Buch und das Memo darin hast. Ich will das Memo nicht zurück. Ich will nur, dass du tust, was darin steht. Weil du das tust, werde ich sie gehen lassen. Verstehst du, Shibata? Triff uns im Park, wenn du fertig bist. Neun, drei davon habe ich schon angenommen. Ja, klingt doch schon mal ganz gut. So, jetzt sollen wir nach, ja, zum nächsten. Das ist ja gar kein Zeit-Dungeon, das ist ja ein Haupt-Dungeon, die Kanalisation. Wir sollen nach Hibarigaoka. Und dort Dr. Thrill treffen, aber. Hä? Ist das ein Hauptdungeon? Nee, ne? Egal, gehen wir erstmal dahin. Nach Hibarigaoka. Das müsste hier die Kanalisation sein. Speichern wir mal kurz. Wir können hier nicht speichern auf der Karte.
Ja, falsche Taste. In einer halben Stunde machen wir mal das, was tatsächlich auch im Titel geschrieben habe. Und zwar Gargantua 8 suchen. Und dazu müssen wir hier wieder durch die Kanalisation und Dr. Thrill finden, ne? Mit seinem tollen Devil Hazard Raum. Ah, da ist schon die Treppe nach unten. Sehe ich durch das Gitter? Ja, mal sehe ich durch das Gitter. Noch 4 Eulen. Ich habe keine Ahnung, was du da für Eulen suchst, aber wird wohl ein Sammelobjekt sein, wa? Ähnlich wie bei anderen Spielen, die Katzen oder sowas. Da bringt sich gerade wieder jemand selbst um. Finde ich auch gut. Wir sind relativ zum Ende von diesem Spiel jetzt, ne? Mit 3 Hauptdungeons jetzt noch, so laut diesen einen Walkthrough, den ich gerade angeguckt habe. Nice, wa? Wird das überhaupt so weit kommen, hätte ich nie gedacht. Ja, Eulen sind Sammelobjekte. Was? Eulen kann man sammeln? Halte ich für ein Gerücht. Gucken wir mal, wo wir hier lang galatschen. Es ist keine neue Karte, das muss man ja immer befürchten, wenn man durch so ein Gitter geht, ob das eine neue Karte ist hier. Aber tatsächlich ist das keine neue Karte gewesen. Nur die gleiche Karte. Und die gleichen Gegner. Und da ist die gleiche Treppe. Ist hier schon eine No-Comp-Zone oder so? Nee, tatsächlich nicht. Speichern wir mal kurz. Die richtigen Tasten drücken würde natürlich.
So. Unser Ziel ist im dritten Stock, steht da. Aber im fünften Stock ist Dr. Thrill. Also gehen wir erstmal in den fünften Stock, wenn wir die Gelegenheit finden. Es sei denn, wir gehen aus Versehen in den Raum, in den wir gehen müssen. Da kommen wir gerade her. Wäre natürlich doof, wenn wir direkt richtig latschen. Ja, hier sind wir in einer anderen Karte, da wollen wir aber nicht hin. Was ich halt vorhin meinte. Hier dürfen wir nicht lang. Du bist nicht aus der Richtung. Warte mal. Wir haben die Treppe schon gefunden. Okay. Ja, war ich tatsächlich schon mal. Das macht nichts. Können wir gucken, wie wir da hinkommen. Ich denke mal, wenn wir da unten weitergehen. Ne, da dürfen wir nicht lang. Bleibt uns ja nur der hier, der Weg.
So, wir haben keine andere Wahl, als hier hochzugehen, weil nach links jetzt in eine Sackgasse und ja, den anderen Eingang konnten wir nicht nehmen. Dann gehen wir hier hoch. Und dann können wir entweder runter oder hoch. Wir versuchen runter zu gehen. Wenn wir hinkommen. Wenn wir jetzt noch mal weiter runterkommen, wäre das nicht schlecht. Natürlich nicht. Hier müssen wir hochgehen. Weil runterkommen wir nicht zur anderen Treppe. Gut, hier suchen wir jetzt wieder einen Drill rum, wie heißen. Devil Hazard. Devil Hazard suchen. Manchmal gefühlt alle paar Meter, ne? Kann sich nur. Oh! Ging ja relativ fix. Ich wollte gerade sagen, kann sich nur um Stunden handeln. Und suddenly sind wir hier. Gut, dann. Darf Ray erstmal hier heilen. Nur zur Sicherheit, ne? Dann werden wir ein bisschen. Müssen wir? Ne, wir müssen kein Mana auf
Dingsen. Dann ja, speichern wir mal kurz. Wir haben hier unser tolles Speichergerät. Das Soma, in das ich meine ganze Seele gesteckt habe, ist endlich fertig. Man könnte seinen Körper sogar als eigene Waffe bezeichnen. Kick, 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 kick. Oh, da bist du ja. Sie werden hier du wirst deinen letzten Atemzug genau hier atmen. Mein Gargantua 8 wird dich komplett zerstören. Diese spezielle Remix-Version basiert auf der super ultra starken Kunst des Kento. Na dann, Zeit es auszurufen. Dämon des Fleisches, Gargantua 8. Ola, 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 ola. Das ist eine Jojo-Referenz. Ura, 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 das ist der so Ruf, den der Herr immer ruft, wenn er am Schlagen ist. Uff, einfach mal Jojo. Gut, dann. Ja, probieren wir das einfach mal. Machen wir einfach mal weiter so. Wieso heilen die denn? Da ist doch kaum was an Leben weg. Sieht halt sehr gut aus, weil der scheint nur hier hauptsächlich zumindest Physical Damage zu machen. Kaum sage ich, das macht er natürlich Magie. Und dementsprechend Tetra-Kern scheint wirklich sehr nützlich zu sein momentan. Tetra-Kern, nicht Tetra-Kern. Diable de Corp. Okay, das hat wehgetan. Das waren irgendwie 226 Standardgrad, ne? An Damage. Aber noch hat sich keiner von meinen Dämonen selbst umgebracht. Oh! Okay! Gargantua 8! Weg ist er!
Es hat verloren. Kann ich glauben, dass mein Gargantua 8 verloren hat. Alle Gargantua bis 8 verloren. Ich werde dieses ganze Soma-Gebäude-Chaos beenden. Meine Güte. Ich habe es einfach so satt. Nun, das ist auf Wiedersehen. Okay, angeblich bekommt man hier einen weiteren Soma, aber habe ich nicht bekommen. Naja, dann halt nicht. Wir können das mal speichern, weil wir jetzt den besiegt haben.